Frau Fasan ist heute eine halbe Stunde zu zeitig. Sie läuft aber auch nicht weg. Bleibt sitzen. Vielleicht weiß sie, dass es noch nicht so weit ist. Ich habe sie nur entdeckt, weil ich die Spuren gesehen habe. Also hätte ich die Spur nicht gesehen, da würde ich sie auf sie drauf treten. So nah war sie. Ich musste erstmal 10, 15 Meter zurücklaufen. Sonst kann ich sie nicht fotografieren. Sie versteckt sich dort. Naja, mal sehen. Es ist schrecklich kalt. Oh, das ist. Zwar nicht so ein starker Wind, aber umso naja, schlecht. Richtig verrückt. Sie läuft hin und her. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist da los? Ich komme auch nicht näher. Das ist komisches Zeug. Einmal links, einmal rechts. Wie eine Verrückte. Als ob sie dort in so einem Käfig wäre. Interessant. Und wie gesagt, eine halbe Stunde zu zeitig. Mal wie sie springt. Ich bin aus dem Atem, weil ich immer die Strecke rennen muss mit meinem Stativ und Kamera und Rucksack. Und ich wollte nicht im Stehen fotografieren. Ah, das ist komisch, dass sie so rumrennt. Jetzt ist sie hinübergerannt. Und wir sind in der vorletzten Reihe. Normalerweise pickt sie in der ersten Reihe und hier rennt sie nur durch. Aber diesmal ist es anders. Da hat sie sich vorne gar nicht aufgehalten, sondern hier durch. Und dafür pickt sie jetzt hier. Sachen gibt's.
So, was macht sie dann? Du, jetzt hat sie die letzte Strecke. Nicht mehr fotografieren. Habe ich keine Chance mehr. Filmen auch nicht.